Aber bis dahin spielt der Chiellini gut. Das war jetzt mal gut herausgespielt. Ich habe so das Gefühl, dass bei der italienischen Mannschaft über die rechte Seite mehr läuft als über die linke Seite. Ich glaube, wir müssten dann teilweise auch mal ein bisschen verbessern, die Mannschaft. Aber gut, das ist oh, normal. Ah, schade, Mann. Ah, Mist, ey, Mann. Da war übelst, da kriegen wir dieses Mal übelst einen auf die Fresse, ey. Also richtig Primo, einen auf die Fresse. Ja, es war abseits. Jawohl. Jetzt ist wieder alles möglich hier. Ja, und wie gesagt, das Test läuft dann halt mit dem deutschen Match, deutschen Team. Werde ich dann halt mal testen, mal gucken, wie die Leute das angucken. Wenn es denen gefällt oder wenn es euch gefällt, dann lasst einen Daumen hoch da. Dann weiß ich Bescheid, aha. Und wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann lasse ich das bei 15 Minuten und dann ist gut. Abseits, oder? Wollte schon sagen. So.
Ich bin gerade ein bisschen motiviert, den Ausgleich zu machen, weil man hat gemerkt, dass er total auf Zeit spielt. Okay, beinahe, vielleicht, aber ich weiß nicht, ob das so cool sein muss, auf Zeit zu spielen. Ja, wie lange habe ich denn noch? Ja, nicht mal zu lange. Schade, 415 Münzen nur. Und mich ärgert das über den Fehler, ey. Vor allem haben wir einen scheiß Fehler, den hätten wir uns nicht bauen dürfen. Also ich meine jetzt den Fehler, der zum 1:0 geführt hat, ne? So, mit wem spiele ich denn jetzt mal? Spanische? Oh, die Spanische, oder? Da habe ich auch noch jede Menge neue Spieler gekriegt, die ich eigentlich auch. Oder habe ich da neue Spieler gekriegt? Ja, mal gucken hier. Oh. Stimmt, Christian Tero, genau, der. Oh, da habe ich einige gekriegt. Den. Und den. Und den. Habe ich noch einen Rechtsverteidiger? Habe ich auch noch. Okay. So, Varane kommt in die Innenverteidigung. Philipp Lewis macht die Linksverteidigerposition. So. Natürlich, wie gesagt, wenn ihr immer noch Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare rein. Ich wäre euch sehr verbunden. Verteidiger haben wir eigentlich nicht viele, ne? Dafür jede Menge ZOMs. Halt. Ich überlege gerade, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Ah, ich nehme jetzt erst eine, glaube ich, eine Stunde nämlich auf, ja. So, also eine knappe Stunde nehme ich jetzt auf schon. Krass. So, dann wollen wir mal direkt mit der spanischen Mannschaft spielen. Ja, wenn ihr halt Vorschläge habt, dann schreibt es mir mal in den Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also sprich. Na, halt, was sich noch verbessern kann, was in Ordnung ist.
Ah. Das war ja nicht so geil. Nee, das war nicht so geil. Oh, woran? Modric. Meine Stimme. Alter. Fing das schon wieder an? Ja, den Diego Costa will ich mir bald holen. Also das. Den hole ich mir auf jeden Fall, den von Atletico Madrid. Den werde ich mir auf jeden Fall holen. Und dann halt noch ein Benzema als zweiten Stürmer, ne? Boah, jetzt habe ich ja ganz schön Glück. Ja, weil ich mit meinem dummen Verteidiger einfach mal wegrennen musste, anstatt dahin. Das sollte man natürlich nicht machen. Irgendwie kommen die Pässe heute total ungewohnt komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, was heißt, die Pässe kommen komisch? Die Pässe kommen einfach nicht an. Alter. Oh, der war schlecht. Der war richtig schlecht. Der war echt schlecht. Der war richtig schlecht. Den Joao Pereira hätte ich natürlich auch Dings heilen können. Aber naja, ich hab's doch, ne? Und so können die anderen Spieler auch mal spielen.